12 Menschen sind tot, fast 50 verletzt. Wir können im Tagesgespräch heute über gar nichts anderes reden, als über das, was gestern Abend auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin geschehen ist. Zu Donald Wiczorek, hallo. Hallo, guten Tag. Grüß Gott. Ich höre Ihre Sendung seit 15 Jahren. Wissen Sie, was mich langsam stört bei dem ganzen Zeug? Ich muss ehrlich sagen, ich warte endlich, bis die Politik nicht nur uns Hörer sagt, die müssen uns erklären, wir müssen damit leben, sondern die endlich handelt und sagt, so ist unser Plan und so machen wir das. Mhm. Weil ich sehe diese Entwicklung. Ich kann Ihnen zum Beispiel aus Nürnberg sagen, ich habe in meinem Taxi immer mehr Leute, die sagen, wir fahren mit der U-Bahn nicht, weil wir werden da angegriffen. Ich habe vor ein paar Wochen eine junge Türkin, bildschipsche Frau, die hat mir gesagt, die wurde von jungen Männern am Hauptbahnhof in Nürnberg umkreist und seitdem fährt sie nicht mehr. Mhm. Mit öffentlichen, sondern fährt man mit Taxi. Und wenn ich das jetzt sehe, was passiert ist, dann frage ich mich, haben wir was aus der Geschichte gelernt? Oder warten wir, bis wir in Deutschland einmal im Monat so einen Anschlag haben und kriegen wieder an die Macht bestimmte Parteien, bestimmte Leute, die sagen, okay, wir machen jetzt Ordnung da. Und ob wir dann alle glücklich sind? Weil wenn ich, wissen Sie, wo sind die Leute, die vor einem Jahr gesagt haben, nein, da kommen keine Terroristen mit den Flüchtlingen. Wo sind die Grünen, die Roten, die dann ständig im Fernsehen waren und ständig uns gesagt haben, na, da kommen nur Heilige. Hm. Ja? Und der Staat unternimmt nichts, ja, nichts Greifbares, sondern, naja, da muss man leben. Also wollen wir leben, dass wir jede Woche dann praktisch in 10 Jahren in die Luft gejagt werden? Hm. Was sagt man dann später den Leuten? Genauso wie mit dem Euro, genauso wie mit den Banken, das haben wir wieder nicht gewusst. Da muss man sich doch Frage stellen, welche Leute haben wir in der Politik, wenn sie nicht wissen und nichts unternehmen können? Das heißt, wie geschlachtet werden. Ja. Was bewegt mich nicht, ist ja die eigentliche Frage. Und da muss ich sagen, mich bewegen nach wie vor Merkels Worte, wir schaffen das. Ja, sie sind durch den Anschlag quasi ad absurdum geführt worden und auch durch Anschläge, die es vorher ja schon gegeben hat oder verhinderte größere Anschläge wie in Ansbach. Ja, und ich kann nur sagen, Frau Merkel, Sie müssen mehr schaffen, dass wir das schaffen. Herr Hondrede, haben Sie die Ansprache heute auch gesehen, die Pressekonferenz von Frau Merkel? Ja, ich habe sie so zum Schluss mitbekommen und da muss ich natürlich dann schon etwas emotionaler drauf reagieren, ja. Hm. In der Presseerklärung von Frau Merkel, sie sprach von einer unbegreiflichen Tat. Ja, Frau Merkel, wenn Sie die Tat nicht begreifen, Ihnen also offensichtlich die kognitiven Fähigkeiten dazu fehlen, dann muss ich sagen, Frau Merkel, treten Sie bitte sofort zurück oder zumindest ziehen Sie Ihre erneute Kanzlerkandidatur zurück. Das sind also Stimmen wie diese, auch den ganzen Vormittag tatsächlich über Twitter und in den sozialen Medien immer wieder zu hören gewesen. Gehen wir nach München zu Monika Förster. Hey, ja, grüß Gott. Erstmal, da muss ich gleich sagen, diese unbegreifliche Tat, die geht natürlich von ihr aus. Für sie ist die nicht zu begreifen. Was mich eigentlich bewegt hat, überhaupt anzurufen, ist, dass wenn man jetzt das mal ganz objektiv sieht, da sind also 12 Menschen gestorben und zahlenmäßig das vergleicht mit 12 Menschen. Wir haben seit 70 Jahren auf unserem Land keinen Krieg mehr. Und wir können uns glücklich schätzen und sollen uns dessen bewusst sein. Denn es gibt so viele Kriegsschauplätze, immer, überall, jetzt. Und die waren auch schon vor unserer Tür in Jugoslawien und so. Und wenn man das vergleicht mit 12 Toten jetzt in Deutschland, Peanuts soll man gar nicht sagen, aber ist das natürlich ein ganz geringer Teil gegen die Weltkriege, was da verloren ist. Hallo, hier ist die Frau Brandt aus Nürnberg. Grüß Gott. Also, wenn ich ein paar Worte zu der Dame vor mir sagen darf, der Vergleich zu dem Krieg vor 70 Jahren ist unmöglich. Es gibt 12 Tote und 48 Verletzte,
vielleicht kommen noch ein paar Tote dazu. Und diese Menschen, die den Terror zu uns bringen, flüchten aus einem Land, wo Terror ist, und bei uns machen sie Terror. Und der Herr vor der Dame, der hat mir aus der Seele gesprochen, die ganzen Missstände und die Zeitabschnitte werden immer geringer in Deutschland und auch in Frankreich. Und da kommen noch mehr EU-Länder dazu. Mhm. Ja, und von den Politikern, auch von der Frau Merkel, fragen Sie mich nicht, was ich für eine Meinung von ihr habe. Gut. Ich kann sie Ihnen nicht sagen. Die armen Menschen, die bisher die letzten 1,5 Jahre sterben mussten, weil diese Terroristen, egal von was sie gesteuert sind oder welche Gesinnung sie haben, bei uns die Freiheit genießen, den Sozialstaat genießen und dann Terror machen. Das geht es nicht. Und warum will Frau Merkel nicht endlich massiv durchgreifen? Herr Liebert? Ja, hallo. Ich grüße Sie. Vielen Dank. Deshalb habe ich eigentlich angerufen. Nun höre ich wieder, ob Messer oder welche Dinge auch immer irgendwie eine Gefahr darstellen. Was ich wirklich sagen will, ist, wenn ich mir den Zeitraum ab November angucke, beim Anschlag in Frankreich beginnend, dann bemerke ich einfach jetzt eine Frequenz von Terrortaten, die sich in einer Form abspielt, wie ich sie eigentlich, ich bin 55 Jahre alt, nur kenne aus meinen Erlebnissen, wenn ich Radio höre und etwas über Indien höre, über Pakistan, Afghanistan, Jordanien, Israel, Irak, Iran. Da werden also Autobomben in die Luft gesprengt, da werden Selbstmordopfer in die Luft gesprengt. Es sterben dort 20, 30, 40 Leute. Wir nehmen das hier in den Nachrichten hin, weil es ist ja weit weg. Jetzt haben wir das selber hier und wir müssen uns einfach mal die Frage stellen, was ist die Ursache? Da werde ich heute keine Lösung anbieten. Aber eins weiß ich sicher, ich habe eine Antwort auf Folgendes. Ich werde mich nicht an dieses Szenario gewöhnen wollen und müssen, wie es jetzt hier seit einigen Tagen und auch wieder seit gestern Abend genannt wird. Sie selber, ich weiß jetzt leider nicht Ihren Namen, als Moderator haben vorhin gesagt, die Polizei in Berlin wird also jetzt möglicherweise aufgerüstet. Es werden Polizisten mit Westen ausgestattet, also schusssicheren Westen, vielleicht auch mit Maschinengewehren unterwegs sein. Daran wird sich die Bevölkerung gewöhnen müssen in den nächsten Tagen. Ich finde genau diese Sätze völlig falsch. Wir müssen uns nicht gewöhnen, sondern wir müssen darüber nachdenken, was sind denn die Ursachen? Und ich habe das Gefühl, und ich sage es jetzt mal so, wie ich es empfinde, ich habe das Gefühl, dass hier Konflikte der Welt aus anderen Regionen zu uns transportiert werden. Hm. Und zwar aufgrund der, vielleicht ist das der falsche Begriff, nicht missverstehen, der Vermischung der Kulturen. Es ist nämlich so, dass ja auch in Indien zum Beispiel oder in anderen Regionen, wo genau diese Dinge passieren, ja nicht der Terror als solcher im Vordergrund steht, sondern es ist der Konflikt der Ethnien oftmals oder der Religionen oder auch einfach nur der Volksgruppen. Und dieses wird hierher transportiert. Das möchte ich eigentlich zu dem Thema sagen. Und darüber sollten wir mal nachdenken und vielleicht auch der Politik Gelegenheit geben, dazu irgendwann mal Stellung zu nehmen, denn das wird aus meiner Sicht ignoriert. Okay, jetzt nach München zu Peter Kaiser. Hallo. Hallo, Herr Parisius. Grüß Gott. Soll ich loslegen? Legen Sie los. Ja, ich muss es erst umdenken, ja, weil wegen der Frau Merkel, weil die da doch sehr oft vorkommt, heute den ganzen Vormittag schon. Was mich ganz extrem an dieser Dame stört, ist, dass sie so unpersönlich ist. Sie hat wortwörtlich gesagt, es ist für uns alle unerträglich, wenn das ein Flüchtling war. Sie könnte mal sagen, es ist mir unerträglich oder für mich, wenn das ein Flüchtling gewesen wäre, weil das ja sie gewesen ist. Man kann damit Verantwortung übernehmen. Aber ich sofort verteilen auf 80 Millionen Schultern, das funktioniert ja toll. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schwach, das muss ich ganz ehrlich sagen. Sie hat das wörtlich gesagt. Sie wäre für uns alle unerträglich. Ja. Das ist nicht so. Es ist für sie unerträglich. Ja? Das heißt, das ist das, was Ihnen tatsächlich jetzt danach als erstes oder als vorderstes durch den Kopf geht, ist auch die Reaktion von Frau Merkel. Ich höre die Sendung von Anfang an. Hm. Ja, und habe auch gehört, dass gegen die Frau Merkel gewettert wird, was ich aber nicht richtig finde, ist, dass sie nie persönlich ist. Sie ist sowas von kalt, eiskalt und unpersönlich. Ja, allgemein Plätze sind es. Ja? Hm. Nein, das nicht. Mich hat bewegt,
wie ich das gestern Abend mitgekriegt habe, die Eilmeldung, bin ich da drauf und konnte nicht mehr los. Ich habe das Attentat im OEZ live miterlebt, die Flucht von diesem Attentäter. Ja. Mhm. Das hat zwar nichts mit dem IS zu tun oder so, aber das ist völlig egal, wie der Hintergrund ist. Es ist sofort da, so etwas. Ja. Und jetzt war ich war wach auf einen Schlag. Ich war hellwach, ich bin erst um 2:30 oder was ins Bett, ja. Ja, weil das mich so aufgewühlt hat. Weil man nicht wusste, ist das jetzt tatsächlich nur der eine, der geflohen ist. Ich weiß es von wie es hier auch war. Ja. Der ständige Aufruf der Polizei, nicht zu twittern, ja, oder irgendetwas zu machen in den Medien, ja. Und das, soll ich das sagen, das hat mich irgendwie regelrecht schockiert. Ja, klar. Jetzt tut die Menschen leid. Und ich weiß, wie sie darunter leiden, weil heute noch stehen noch Blumen vom OEZ, ja, von dem Attentat damals. Sind immer noch Menschen, die da trauern, ja. Das ist nicht abgewickelt, wenn das mal 2 Monate nicht mehr in der Presse ist. Das bleibt. Klar. Ja? Und dann erwischt einen natürlich so eine Nachricht ganz besonders wie die von gestern Abend, ne? Das möchte ich damit sagen, ja. Weil ich habe gestanden, ich habe das mitgekriegt, ich wollte runterrufen zur Polizei, habe gedacht, ich weiß ja nicht mal, ob das nicht vielleicht 4 oder 5 sind. Hm. Ja? Wenn ich jetzt von meinem Balkon ein Haus weiter runterschreie, dann kommen vielleicht 4 Stück durch die Tür und legen mich um oder was. Ja? Also man spürt sehr genau, wie nahe sie da noch dran sind und kann sich dann gut vorstellen, was dann so eine Nachricht wie die von gestern Abend bei Ihnen auch auslöst. Dankeschön, Herr Kaiser, nach München. Ja, guten Tag. Also wenn es immer heißt, wir sollen alle keine Angst haben, ich glaube, das kann man gar nicht steuern. Das ist vegetativ, man hat Angst. Also ich muss oft mit dem ICE fahren nach München und ich habe schon auch Angst. Gestern wieder, ich weiß nicht warum, waren wieder Gleise gesperrt. Dann, wenn ich zusammengerottete Männergruppen aus Nordafrika sehe oder unten bei der S-Bahn, wenn es knallt und so. Also ich meide auch Menschenansammlungen, schaue, dass ich schnell wegkomme und war noch auf keinen Weihnachtsmarkt. Und ich kann dem vorigen Hörer die Frage schon beantworten mit unseren Politikern. Die machen sich's bequem und machen sich's leicht. Wo war gestern Abend mal Frau Merkel? Immer erst heute um 11. Wo sind unsere vielen 100 Abgeordneten? Was ist mit den Verletzten? Geht Merkel dahin? War die bei den chinesischen Verletzten, als es in Ansbach passiert ist? Und dann immer die Schimpferei auf die AfD. Wir sollen uns mäßigen und mit allem leben, ja, damit die Politiker weiter ihr bequemes Leben haben können. Die kriegen ja von all dem nicht was mit. Und wenn wir keine Angst haben sollen, dann sollen die Politiker auch keine Angst haben und sich vielleicht ohne Bodyguards mal, die sind ja hermetisch abgeschirmt und alles. Und das regt mich auf, diese Diskrepanz. Und für mich ist, wie auch Hörer schon gesagt haben, Merkel die Hauptverantwortliche für das Dilemma. Wenn jetzt andere Flüchtlinge auch unzufrieden werden, weil sie in Zeltstätten hausen müssen, was ja auch nicht gut ist, ja, die haben eine andere Kultur, dann möchte ich nicht wissen, was noch alles auf uns zukommt, auf uns normale Bürger, nicht auf die Politiker und auf die Prominenten. Also und das regt mich auf. Das regt Sie auf. Dankeschön für die Aufregung, ist angekommen. Auf alle Fälle kann ich Ihnen sagen, dass zumindest geplant ist, dass Frau Merkel heute Nachmittag zu diesem Weihnachtsmarkt geht, um sich dort eben auch einen Überblick tatsächlich zu verschaffen. Jetzt gehen wir nach Pfungstadt zu Hermann Gadistel. Hallo. Hallo, guten Tag. Ja, es ist so, dass man eigentlich immer hier die Mitleidsbekundungen hier anschließend hört. Ich finde nur, man hat eigentlich hier die Tore und Tür weit aufgemacht, hier Leute unbekannter Identität hereingelassen. Das Mindeste ist jetzt, was man machen müsste, Leute, die keine eindeutige Identität haben, dass man die überprüft und auch hier wirklich auf Herz und Nieren dann feststellt, welches Geisteskind sie sind. Denn es hilft ja nicht, im Nachhinein zu bedauern, zu sagen, es wird lückenlos aufgeklärt. Im Vorfeld müssen die Maßnahmen ergriffen werden. Mhm. Und zwar, wir haben ja sicherlich geschultes Personal, die jetzt hier die Zeit haben, die Leute hier gewissenhaft zu überprüfen. Okay. Tatsächlich ist es ja so, dass auch bei diesem Verdächtigen davon geredet wurde, dass der möglicherweise mehrere Identitäten verwendet hat. Dankeschön, Herr Gadistel. Wir gehen auch schnell nach Schongau zu Herrn Jung. Herr Jung, wir haben noch eine halbe Minute.
Ja, guten Tag. Die Erkenntnis, dass keine 100% Sicherheit gibt, ist banal. Warum wurde noch nicht über die Dämlichkeit und Faulheit unserer lokalen Verwaltungen gesprochen? Denn nach Nizza kann keiner mehr behaupten, dass diese Form der Anschläge neu sei. Es gibt intelligente, preiswerte und schnell zu realisierende Formen, Fußgängerbereiche von Straßenführungen zu trennen. Es kann ja auch mal um einen Verkehrsunfall gehen. Es muss nicht ein Anschlag sein. Mhm. Also da gibt es viele Möglichkeiten und da ist noch kein Wort drüber verloren worden, dass hier einfach durch Dämlichkeit und Faulheit vieles versäumt wurde.